Achso, das ist dieser Aussichtspunkt. Okay, alles klar, ich verstehe. So, rein theoretisch müssen wir wirklich aufpassen. Oder brauchen wir die hier? Ich weiß nicht. Nee, die brauchen wir nicht. Wenn man zu viel poolen, dann kann das sehr, sehr böse enden. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Achso, die haben wir auch fertig. Huch. So, wo ist der Riesenkaiman? What? Wir haben viel mehr. Ach, guck mal, hier ist er. Gut. Den will ich noch nicht aktivieren. Erst wenn wir die tot haben und empfehlen und Dings gestartet werden kann. Genau. Was brauchen wir jetzt? Also, Haut eines Riesenkaimans. Die ist doch verbuggt. Gibt's nämlich keine. Bin ich mir ganz, ganz sicher. So, dann wollen wir mal. Also, dann machen wir folgendes. Ist nämlich egal. So, gucken wir mal. Also, macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Oh mein Gott. What the fuck? Hat der immer so viel Damage gemacht? Oder irre ich mich? Irgendwie scheint er echt viel Damage zu machen. Ah, es geht. Was hat er hier? Gesteigerte Stärke. Alles klar. Wäre cool, wenn er im Gegenzug weniger Death hat. Weil es ja genauso bei Vitalität. Hm? Ist ja nichts anderes. Ah, das war so ein kleiner Hit. Und wir haben eine Haut. Sehr schön. Und eine Karte. Das muss auf jeden Fall... Ja, Riesenkaiman. Sehr schön. Die haben wir auch. Wunderbar. So. Nee. Oh Gott, das hätte ich ja fast zerstört. Oh mein Gott, das wäre ja ein krasser Fehl gewesen. Warte mal, wir müssen unbedingt... Ich meine, hier gibt es eigentlich gar keine Riesen-Matschmenschen. Aber anscheinend... Da muss ich unbedingt hingehen. Und dann haben wir auf jeden Fall vier, fünf Quests, glaube ich, waren das. Haben wir denn fertig? Ich glaube, das brauchen wir. Das. So, sehr schön. Ring des Dufts. So, normalerweise... Nee, ist ein Bug. Ach ja, ich liebe ja Bugs, ne? So. Okay, da hat das geklappt. Sehr schön. So, komm. Ah, der macht schon ordentlich damit. Ah, ich freue mich schon, wenn wir 95 sind. Ja, ich weiß, es nervt. Oh mein fucking Gott. Das war sehr, sehr knapp. Oh, der Kuschmatz. So, wir haben auch nicht viele Quests. Da muss ich erstmal schauen. 9 Millionen. 8,7 Millionen. 6,1 Millionen. Sehr schön. So, also sind wir fertig. Können wir also rausgehen. 62% haben wir. Wir haben 3% jetzt gemacht, was für den kurzen Zeitraum echt erachtlich ist. Deswegen lohnt sich das eigentlich wirklich, einen XP-Booster zu aktivieren. Dann bleibt man hier halt ein bisschen, macht noch eine Elite hier rein und hat viel gewonnen, weil man kann farmen und XP bekommen. Also Leveln geht ja auch noch. Ne? Ich freue mich schon, wenn wir in diesem Gebiet sind. Da freue ich mich schon sehr. Da gibt es sehr, sehr schöne Quests, meiner Meinung nach. So, wir gehen jetzt erstmal. Ich weiß, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Da bin ich eigentlich glücklich drüber. Aber wenn ich dran denke, die Raunen, da bekommt es mir dann wieder. Naja. Marie, ja, 66. 66er Baujahr.
Problem ist ja, das ist eigentlich der beste, perfekte Spot. Normalerweise mit einem Jäger. Ach komm hier, Koala-Schubser, kennen wir doch. Oder Schubserin. Normalerweise war das ja immer so. Ich hoffe mal, die ist nicht. Da ist sie, sehr schön. Ja, Jäger und dann Abfahrt. Das geht dann immer fabelhaft. Ja, wir haben natürlich, sind jetzt natürlich kein Jäger. Und so, natürlich hatten wir auch oh ja, Verzeihung. Mit Mager geht das ja auch einigermaßen voran. Gut voran, ne? Oh mein Gott. Tiefer Segen. Oh, wenn ich das immer sehe, ne? Gehen wir jetzt noch zu einer anderen Daily und dann gehen wir ab und dann schaue ich mal, wie viel Prozent wir haben. 70% maybe, aber wir haben noch hier noch woanders Quest, die wir abgehen können. Das werden wir auf jeden Fall machen. Die werden wir auch noch machen. Da freue ich mich auch schon. Die gehen eigentlich, die finde ich eigentlich sympathisch. Die sind, ne, nicht schlimm. Und wir werden noch die dicken Krokodil heute uns beschaffen. Hoffentlich. Und wenn es nur 2 oder 3 sind, aber dass wir halt allmählich immer. Oh, guck mal, die können wir eigentlich auch nochmal Lava-Kugeln wollen. Da gehe ich aber dahin. Oh, das sieht eigentlich so aus, als ob man da rübergehen könnte, aber. Ach, guck mal, jetzt haben wir eine WDH. Wo ist die? Nope. 8,76 Millionen gefällt mir viel besser als 1,5. Ich meine, das geht schnell. Ne? Ja, mal sehen, was gucken. Okay. Boah, doppelt, eigentlich fast doppelt so viel. Ne? Also schwierig zu sagen, ob sich das am Ende überhaupt lohnt. Ich würde, glaube ich, eher gesagt, tatsächlich die Raunen bevorzugen, weil die halt viel mehr Prozent geben, ne? Und das ist ja schon nicht viel, was die bringen, aber am Ende lohnt sich das ja wohl viel mehr. Das ist halt echt schade, ne? So, die haben wir auch geschafft, sehr schön. Dann machen wir noch 40 Lava-Gagollen. Ich finde halt diese Quest eigentlich mega entspannend und da ist es halt viel trauriger, dass man die nicht immer hat. Naja, sei es drum. Dann machen wir davon ein paar und ja. Das geht ja schnell. Ich sag mal, 40 Stück, das ist ja nichts. Im Gegensatz zu 200, das ist halt schon echt. Ich finde ein bisschen zu viel des Guten. 40 ist schon echt okay. Oder 30 ist halt eigentlich die perfekte Mitte. Weil, da geht halt zügig, ne? Und wenn du überlegst, guck mal, die, wenn die dich angreifen, ja, mein Gott, dann ist das so. Aggressiv sind sie trotzdem und folgen einem bis in den Tod. Und von daher sind sie halt mega sympathisch. Klingt jetzt komisch, aber ist halt so. Gut, wenn man jetzt ordentlich pullen könnte, das wäre natürlich vom Vorteil, aber naja. Und Shinies habe ich schon ewig nicht gesehen. Ich denke mal, das haben sie so richtig runtergepatcht. Weil das war echt geil. Du warst hier bei den verrückten Schnecken und hast da immer Amus und sowas bekommen. Das war echt richtig cool. Eine schöne Zeit. Hat er jetzt zum Glück miterlebt, ne? Von daher ist es nicht ganz so schlimm. So. Ah, schön Bonnet, das ist doch schön. Oder auch mal nicht. Oh mein Gott, der ist hier nebenan und. Naja. Abyss-Zeug, wird das jetzt echt gesucht? Wollen die das echt bringen? Ich meine, ich würde es begrüßen. Weil, was für eine coole Zeit, hat echt Spaß gemacht, aber die Zeit, die ist vorbei. Viele wollen das doch gar nicht mehr. So, die Quest haben wir fertig. Die gibt. Oh, 5,9. Ne? 5 Mille. 4 Stück brauchen wir noch. So, warum wollen wir die Artenvielfalt nicht zu sehr strapazieren.
Und die haben wir auch geschafft. Das gibt jetzt 16 Millionen sind die dunkel. Das ist natürlich eine feine Sache. So, jetzt haben wir hier noch eine Quest, die wir abgeben können. Das machen wir. Weil ihr könnt sich eine neue Quest verstecken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das überhaupt mache, liegt es einfach daran, dass ich wollte, okay. Warte, dann muss ich erstmal gucken. Wie hoch war das? War die 1,6? 1,5. Warte mal. What? Okay. Okay, das ist natürlich geil. Hoch. Dass man im Prinzip zwei Quests auf einmal hat. Das ist natürlich nice. Warte mal. Das ist die eine. Nee, oh, das ist gut. Oh, das ist nice. Und das ist natürlich. Das ändert das Ganze natürlich. Weil, ich sag mal so, das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, ne? Aber ich finde es halt ein bisschen entspannter, wenn man das machen darf, kann, wie auch immer. Und wir haben übrigens eine Haut bekommen, ne? Das ist auch ein schöner Nebeneffekt. So. Ja, ich sag mal so, 3 Millionen, 3,8, das ist okay. Aber mehr könnte es auch schon sein. Ja. Brauchen wir davon welche? Nein, sehr gut. Ich mag die nämlich nicht so. Da ist der Flattermann. So, hier haben wir noch eine Haut. Da haben wir noch eine Haut. Das geht gut. So, ab Level 96 kann man das machen. Ich glaube, ab Level 98 macht man die andere WDH. Zack. Weil die kann man auch alleine machen mit dem Rhinofürst. So, wir brauchen aber dicke. Schade. Ich hätte gedacht. Oh, ist ja cool. Oder man hat immer eine WDH, die sich am Level des Spielers anpasst. Das wäre ja auch okay. Oh, die droppen echt gut. Ah, das ist eine schöne Quest. Das ist eine schöne Quest. So, hier haben wir auch noch welche. Zack, zack, zack. So, trotzdem brauchen wir die anderen heute. So. So, die haben wir fast fertig. Da gehen wir nochmal hier hin. Ach, guck mal hier. So. So, da haben wir auch. Ja, 5 Stück, die Hälfte haben wir. Ich meine, normalerweise könnte man jetzt hier ein bisschen noch verbleiben und dann halt die Haut irgendwie erfarmen oder in Hoffnung, dass man die bekommt. Aber so, das haben wir auch und die haben wir auch fertig. So, was haben wir hier? 6,2 Millionen, das ist gut. Den können wir jetzt gleich, kommen. Wir geben es gleich ab. Dann denke ich mal, gibt es auch gleich eine neue Quest. 72%. Genau, hatte ich schon nämlich gehofft. Come on, okay. So. Gut, wir machen es jetzt wie folgt. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Nur weil ich gerne die halbe Stunde rumkriegen möchte. Ich möchte gerne, die brauchen wir nämlich nicht. Doch, die brauchen wir trotzdem. Wie in den blöden Häuten. Ich habe immer manchmal so das Gefühl, es sind zwar dieselben, aber wenn die nämlich nicht angezeigt werden, die Quests, habe ich so das Gefühl, dass man die Quests gar nicht macht. Keinen Fortschritt erzielt oder so. Vielleicht kann ich mich irren. Vielleicht kann mich ja einer berichtigen, ob meine Befürchtungen richtig sind oder totaler Bullshit. Das weiß ich noch nicht. Komponenten sind ein paar Rhinos. Hallo. Yes. 4 Stück noch, sehr schön. Pure Gewalt. Ah, ich werde schon, ich denke ich mal, das ist der falsche Weg, wenn ich jetzt hier eingehe. Weil die Questen halt, und ich sag mal so, dafür gibt es